Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Nier Replicant. Beim letzten Mal haben wir das letzte Schlüsselfragment gesammelt und sind jetzt hier wieder mal im verschollenen Schrein. Und mit diesem ist hoffentlich weiterzukommen zum Schloss des Schattenlords und damit scheinbar auch schon zum Finale. Such an ominous sight. And yet I find it strangely nostalgic. Yeah, this is where Weiss and I first met and first fought together. Wow! This is where you used to live, Weiss? Well, yes, I suppose. In a technical sense. Pretty nice digs for a floating magazine. At least it was free from annoying hussies like yourself. Ach komm, nicht streiten jetzt, ja? Wir müssen jetzt alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Nach diesem Punkt kannst du nicht mehr umkehren, was irgendeine Lüge ist, aber... And now the path is open. Soll mir recht sein. Mache das ein bisschen dramatischer zumindest. Stellen wir uns dem Schattenlord gegenüber, den wir auch erst einmal gesehen haben einfach. Ist auch schon so weird, ne? So unüblich, dass man den Antagonisten des Spiels einfach erst einmal gesehen hat. Bis zum Ende. Dieses Auto ist so wunderschön. Also wirklich. Die fand ich auch schon im Original sehr schön, aber jetzt... Ja. Funktioniert es natürlich nochmal ein ganzes Stückchen besser direkt. Wow. Guckt es euch an. Komplett anders als alles, was wir bisher gesehen haben hier hinten. Auch mit der zertrümmerten Statue, die ist... Sehr detailliert. Ich weiß, ich kann mir nicht vorstellen, dass die im Original so detailliert da rumlag. Nee, das gefällt mir richtig gut. Und da sehen wir in der Ferne auch schon. Kann ich hier. Ne, da kann ich nicht rüber. Aber man sieht da trotzdem schon einige weitere Gebäude noch. Na gut, da schinden wir mal nicht zu viel Zeit mit umgucken. Weil das Wasser möchte ich jetzt auch noch angucken, ganz kurz. Das ist so geil. Das würde ich auch haben gerne. Danke. Ich weiß nicht wo, aber bitte einfach einmal durch mein Zimmer fließend. Keine Ahnung. Ja, na gut. Na gut, na gut, na gut. Ist noch was Spannendes drin? Tatsächlich, hier war noch eine Waffe, ne? Phönix Schwert nämlich. Ist das ein einhändiges Schwert und zwei Händer? Hier. Das ist aber tatsächlich nicht so stark wie der Phönix Speer. Na, existiert jedenfalls auch, haben wir jetzt auch. Ja, schauen wir mal den Tauben vorbei. Hallo, Burps. To whom does the true voice speak? To whom does the true form show itself? You must answer. It can talk! I ask, why did humans disappear from the world? The hell is this? I believe this is some manner of password. Password? Yes. The correct answer should grant us access to the castle. I feel confident I've heard this somewhere before. Na dann, antworten wir doch mal. To whom does the true voice speak? Hey, ist in Ordnung. I ask, why did humans disappear from the world? You must answer. Wegen einer schwarzen Krankheit. I answer, because of a black disease. I ask, how can humans extend their lives? Hier ist es eigentlich ganz einfach. Ich find's halt hier sehr offensichtlich, weil man einfach das wählen muss, was weniger generisch und langweilig klingt. I answer, by separating body from soul. I ask, what is the destination of soul? Sie werden in ihren entsprechenden Höhlen platziert, natürlich. Mensch. They are placed in their corresponding shells. Very well. You are acknowledged as master. You may enter. Well then, it seems the way is open. Danke, Weiss. Kennst ja ganz schön gut aus, ne? Auf jeden Fall.
It's the twins from your village. Popla? Devila? What are you doing here? Hey, any chance you'll just go back to the village? This is a very dangerous place. Even if you can find Yona here, you probably can't get her out. How did you get here? Shh. We're asking the questions right now. Wir haben keine sinnvollen Antworten darauf. So, hier, Sie haben recht, lass uns doch zurückkehren. Wie gesagt, man kann an dieser Stelle nochmal umkehren und dann landet man tatsächlich wieder im Dorf und kann das Ganze nochmal anfangen, wenn man möchte. Also ja, komplette Lüge, kompletter Betrug. Aber ja, hiernach ist dann jetzt auf jeden Fall der Point of No Return. Wir sind hier, um Yona zu retten. We're here to rescue Yona. No dice, huh? Well, I guess we don't have a choice then. No, I suppose not. How sad. We didn't Guck want to fight sie ist. Guck dich an, wie hübsch sie ist. Das ist ein Kunst. Die haben wir auch schon im Trailer gesehen. Tut mir leid, ich bin ruhig. Aber sie ist so hübsch. Devil, what's das ist gerade nicht das Wichtigste, ich weiß. Sorry, but this fate was predetermined. But still, we spoke to truth. We really wanted to avoid this if possible. We were hoping to put it off for 100 years or so. Until the next generation came along. What are you talking about? Are they shades? I don't think so. It's a lie! I don't believe it! Ja, hier sollte man sich auf jeden Fall jetzt gerade ein bisschen auf die Dialoge konzentrieren. Gut, dass ich sie schon auswendig kenne und mich deswegen auf den Kampf konzentrieren kann. Haben uns also Devil und Popla hintergangen? Oder waren sie von Anfang an nie auf unserer Seite? Aber wenn dem so ist, dann... Warum haben sie uns dann die ganze Zeit über Gold und Informationen gegeben? Um uns jetzt plötzlich loswerden zu wollen. This is madness. Why do you block our path? You have no cause to speak so with us, Grimoire Vice. You are a traitor. Ist er das? Was ähnliches hat auch schon Grimoire Noir gesagt, ne? Zumindest grundlegend. What now? Sealed verses. Of course we can. The power came from us in the first place. You were simply loaned a small portion of it. Vice, are you all right? Devila, Popla, why are you guys doing this? Why are you siding with the Shades? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, was die exakte Motivation hinter allen Dingen, die Devil und Popla so machen, ist. Das ist immer noch eins der großen Sachen, die ich nie so ganz begriffen habe. Also ich verstehe schon mehr als ihr jetzt gerade wahrscheinlich. Es wird gleich noch natürlich ein bisschen mehr erklärt da. Aber es gibt Aspekte, bei denen ich immer noch nicht ganz sicher bin, auf die wir dann gleich nochmal zurückkommen können. Die einfach schon in die Richtung gehen von wegen, warum haben sie uns das ganze Spiel überhaupt so geholfen? Da bin ich mir nicht unbedingt ganz sicher. Auch wenn ich spekulieren könnte, zu großen Teilen. Okay. Ja, aber der Kampf ist cool. Der Kampf ist richtig, richtig cool gerade. Gefällt mir richtig gut. Vor allem kennt man ja auch ihre Angriffe alle, weil man die das ganze Spiel über selbst nutzen konnte. Ich wollte gerade sagen, dass die ganze Zeit über selbst genutzt hat, aber das ist ja eine Lüge. Ich habe die meisten Skills gar nicht genutzt, die es im Spiel so gibt. Aber ja, man hätte sie nutzen können zumindest. Bam. Ja, daher weiß man ganz gut, wie man ausweichen soll. Auch wenn ich den Fäusten gerade nicht so gut ausweichen kann. Ich glaube, ich gehe mal einfach zu Popla rüber. Wo bist du hin? Ist überhaupt hier? Da hinten ist er ja. Ja, dann gehe ich vielleicht zu ihr. Ich glaube, ihr kann ich leicht ausweichen. Naja, komm nicht mit deinen Fäusten angerannt. War's das? Wollt ihr abhauen? Ich glaube schon.
Why? The answer to every riddle lies within the heart of the Shadow Lord. The Shadow Lord? So you've been on his side this whole time? You must search for that answer yourself. You've got to face your own truth now. Please, enter the Shadow Lord's castle. Und das können sie anscheinend auch. Das können wir leider nicht, aus irgendeinem Grund. Aber ja, das folgende Gegenstand erhalten. Karte der Burg des Schatten. Was ist denn der Schatten? Der Schattenfürst? Heißt das so im Deutschen? Hab ich gar nicht aufgepasst, wenn das so ist. Gar nicht bemerkt. You okay, Weiss? How odd. For long years, my mind and tongue have been my greatest assets. But now the latter seems to be... Ich finde auch immer noch sehr interessant, dass dieser komische Rauscheffekt, der jetzt rübergelegt ist, teilweise bei Weiss. In verschiedenen Momenten. Woran man vielleicht schon merkt, dass er nicht unbedingt ein magisches Buch ist in Wirklichkeit, sondern halt eher irgendein Sci-Fi-Buch, was mit, irgendwelchen Sci-Fi-Projektilen eigentlich um sich schießen kann und nicht, ja, mit irgendwas Magischem. Ja. War im Original dann vielleicht ein bisschen weniger offensichtlich. Aber gut. Soll mir recht sein. Die Blumen sind auf jeden Fall neu, die da runterhängen. Bin ich mir sehr sicher auf jeden Fall. Aber ich muss direkt sagen... Sehr viel Verstandespotenzial für diesen Raum. Das ist... Der hätte so viel stärker spiegeln können, der Boden. Der Boden hätte so viel stärker spiegeln können. Komm schon, Leute. Das hätten sie ja wohl hinbekommen. Aber in Ordnung. Ich gebe mich wohl damit zufrieden, was ich bekommen habe, würde ich sagen. Ein bisschen glänzt er zumindest an einigen Stellen mit dem Licht oben und so. Naja. Naja. Wird schon... Ich will zwar eigentlich ungern an dieses ganze schöne Getanz hier stören, aber wenn die Schatten dann plötzlich auftauchen, habe ich wohl keine Wahl. Ach ja, gegen die Gegner, die blocken, habe ich jetzt eine ganz gute Lösung gefunden. Und zwar reicht es, wenn ich einfach eins von diesen Teilen aktiviere. Das unterbricht dann immer ein bisschen im Blocken und dann kann ich zuschlagen und Schaden machen. Ist bei denen jetzt gerade nicht so relevant, glaube ich. Ich glaube, die blocken gar nicht. Aber wenn gleich mal nochmal diese Schwertkämpfer auftauchen, die alle Angriffe einfach von mir blocken wollen, dann kann ich das gerne nochmal präsentieren. Das ist da eigentlich ziemlich hilfreich. Tatsächlich. Aber das ist auch ganz, so ganz nett. Einfach fürs Schaden machen, natürlich. Mhm. Kampfkünste Deckungswiderstand plus 30%. Na, danke. Danke dafür. Ich habe noch ein paar andere Worte jetzt ausgerüstet, aber irgendwie fühlt es sich nie sinnvoll an. Die Worte sind alle kacke. Die machen nichts, was ich will. Nichts, was mir wirklich weiterhilft. Eigentlich. Zumindest von dem, was da so steht. Okay, ja, ich glaube, wir müssen das machen, bis alle Geister hier weg sind tatsächlich. Tauchen noch ein paar Gegner auf. In der Zeit vielleicht ein anderes Thema, was, ja, ich letztens aus dem Podcast mitgenommen habe, von Hooked, den neuen Podcast. Ich kann Hooked allgemein sehr empfehlen, falls ihr Hooked nicht kennt, ist ein guter YouTube-Kanal. Ja, die haben auch jedenfalls ein bisschen über Nier Replicant da schon mal geredet. Das ist jetzt wahrscheinlich bei euch auch schon länger her, weil, ja, ich nehme ganz schön viel im Voraus auf, weil ich mich nicht weiter spoilern lassen will oder sowas in die Richtung. Deswegen möchte ich jetzt so schnell wie möglich einfach durchkommen, damit ich das Internet vernünftig verwenden kann, ohne Angst zu haben. Da haben sie jedenfalls darüber geredet, ob Nier vielleicht nicht mehr so richtig gewertschätzt werden kann oder zumindest anders aufgenommen wird, jetzt dadurch, dass man mit der Erwartungshaltung von Nier Automata daran geht. Ich habe ja schon mal darüber gesprochen, da werden wir auch gleich nochmal aus anderen Gründen drüber sprechen, aber ich habe ja schon mal darüber gesprochen, dass ein sehr wichtiger Aspekt von diesem Spiel einfach ist, dass es damit spielt, dass man, ja, dass Genre-Konventionen gebrochen werden und irgendwie auch parodiert werden und man dadurch einen falschen Eindruck auf das Spiel erstmal bekommen soll am Anfang. Deswegen ist halt diese ganze erste Hälfte ja so generisch gewesen irgendwie, also zumindest halbwegs. Dass man einfach, ja, seine Schwester hier jetzt retten will oder im Original halt die Tochter.
oder vielleicht auch irgendwelche Sachen besiegt und dann findet man halt irgendwie eine Heilung, bla bla. Aber an sich war das relativ Standard-JRPG-Kram, den man da so gemacht hat. In der zweiten Hälfte wurde es dann halt erst ein bisschen und ich verschwende so viele Heil-Items jetzt schon, das ist nicht gut. Ich sollte vielleicht ein bisschen stattdessen so was hier mal nehmen, das wäre nochmal eine gute Lösung. Ja, und so weiter und so fort jedenfalls. Der Punkt ist halt, dass Nier vielleicht deswegen vor allem so gut funktioniert hat immer, weil man wirklich mit dieser Erwartungshaltung rangegangen ist. Als ich Nier das erste Mal gesehen habe damals, hatte ich keine große Erwartung dran, dass die Story, weiß ich was, für krasse Sachen macht. Ich habe mich aber drauf eingelassen und fand deswegen auch die erste Hälfte schon nicht schlecht. Wenn es das ganze Spiel so wäre wie die erste Hälfte, dann wäre es auch, finde ich, keine schlechte Story. Es wäre halt nichts Besonderes. Es wäre jetzt nichts, wo ich sagen würde, oh mein Gott, das ist ja ein Meisterwerk, diese Story. Weil einfach eine ganz nette JRPG-Story, die ein bisschen, ein bisschen tragisch teilweise ist, ein bisschen eigentlich schön inszeniert und so weiter und so fort. Aber nichts weiter Besonderes. Erst in der zweiten Hälfte kommt ja dann das Ganze. Wow, was zur Hölle? Was ist hier los? Warum läuft nichts mehr nach Plan irgendwie? Jetzt kommen ja auch noch die fliegenden Gegner dazu. Naja, und das hat halt so funktioniert, weil man wirklich einfach nicht mit einer bestimmten Erwartungshaltung dran ist. Man kannte Nier nicht. Nier war ein neues Spiel und niemand hat irgendwie damit gerechnet, dass das irgendwas Besonderes machen würde in der Story. Und dann war das halt einfach so überraschend, als es in der zweiten Hälfte plötzlich damit angefangen hat, ein bisschen weg vom Standard zu gehen. Sich ein bisschen von den ganzen Klischees zu entfernen. Ja, mach das mal. Viel Erfolg. Wenn man jetzt aber vorher Nier Automata gespielt hat und weiß, dass weirder Shit passiert und die Automata passiert auch von Anfang an sehr, sehr, sehr viel weirder Shit, das dauert nicht so lange. Dann hat man hier natürlich direkt die Erwartungshaltung und wartet eigentlich nur jede Sekunde darauf. Okay, wann geht's endlich los? Warum ist die erste Hälfte so langweilig? Warum passiert hier nichts Spannendes? Keine Ahnung, habe ich das Gefühl, dass das vielleicht ein bisschen die Message von dem Spiel so ein bisschen teilweise den ganzen wegnimmt. Ja, war so ein Gedanke, den ich da nochmal hatte, den ich nochmal ansprechen wollte, den ich ganz interessant fand. Wie gesagt, Empfehlung nochmal anhuckt. Wahrscheinlich haben sie mittlerweile auch mehr Podcasts gemacht, in denen sie über Nier Replicant ein bisschen reden, als falls ihr da noch Gedanken hören wollt. Hey, viel Spaß und ich treffe diese Gegner nicht. Ich hasse sie gerade ein bisschen. Hört auf damit. Weg mit dir, weg mit... Mach das bitte! Stop, you impatient fool. Danke. So. Wie sieht's aus, Kaine? Damn no good bullshit bastard! Open the fuck up already! Got it! Kaine, look out! Nur, dass ich die Tür nicht öffnen lassen wollte. Oh nein, Kaine! These things are freaking me out. So, dafür mache ich jetzt, glaube ich, einfach mal den Kreisel wieder an. Sollte hier ganz effizient sein, eigentlich. Ja, ich helfe Kaine. Aber erstmal werde ich die Kugeln oder so spawnen. Ich glaube, die spawnen nach. Ja, dann nevermind. Hi, Kaine. Steh auf, bitte. Du hast meine Hilfe gar nicht gebraucht. Wo bin ich jetzt hingerannt? Ja, aber wir haben Probleme. Was hat er vor? Was hat er bloß vor? Ich weiß es. Spoiler. Also nein, ich sage euch keinen Spoiler. Ihr werdet gleich sehen. Es ist ein riesiges Wildschwein. Ach ja. Oh, der hat eine rote Stelle auf dem Rücken. Ist das eine Schwachstelle? Weil wenn ja, dann war die im Original die Riefen noch nicht da. Das wäre ja interessant. Ich glaube, das muss eine Schwachstelle doch sein, oder? Ha. Was soll das denn sonst sein? Das macht aber nicht mehr Schaden, glaube ich. Was ich schade finde gerade, aber ich finde das ziemlich cool als Mechanik. So, wenn man jetzt gegen eine Wand laufen lassen muss, um dann drauf zu springen. I'm fine. Let's just kill some shit and move on, all right? Dann auf Selbstgespräche zu führen, verdammt nochmal.
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das finde ich auch sehr, sehr ungerecht tatsächlich. Dass es schnell und stark ist, einfach. Ja, na okay, es ist keine Schwachstelle, ich gebe schon auf. Ich stecke einfach rein. Das bringt mehr. Das macht aber auch weniger Schaden als die Wildschweine damals am Anfang des Spiels. Was irgendwie ein bisschen traurig ist. Na, was habe ich da gerade gemacht? Das wollte ich nicht. Na egal. Das habe ich getan. Jetzt ist es eh tot. Bam, weg mit dir. Oh dear. Ja, jetzt hat's eine Rüstung. Ich weiß nicht, wo er die Rüstung plötzlich hat, aber es hat jetzt einfach eine Rüstung sich mal eben gemacht. Oder so. Damit es ein bisschen gefährlicher ist. Soll mir recht sein. Hier nehmen wir Stärke getroffen dafür. Ja, hier ist gedrückt halten, glaube ich, eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee. Ja, doch, das macht gut Schaden. Oh ja, gedrückt halten macht sehr viel Schaden. Oh shit. Ich hatte einfach nur Viereck gedrückt. So. Wow. Aber ja, es bringt nichts. Es hat gar keinen Zweck. Shit, was ist das denn für ein OP-Angriff? Damn it. Stay focused, Kaine. Don't fall victim to such distractions. Come on, we have to keep going. Ja, vielleicht sollten wir wirklich einfach weitergehen. Können wir weitergehen? Ja? Das ist jetzt gerade... Ich möchte nicht mehr anvisieren, ich möchte gerne weitergehen. Danke. Verschlossen? Ich glaube, wir können jetzt weiter... Achso, die Richtung, ja, sorry. This way. Ja, ich hab's verstanden, ich hab's verstanden. Wir gehen hierhin weiter. Ganz ruhig. So, jetzt nehme ich noch eine Waffe. Die Dragona-Lanze. Ist wahrscheinlich nicht besser als meine, oder? Nö, tatsächlich nicht. Überraschung. So wie nichts im Spiel eigentlich auch. Up here. Ja, ich renne schon mal. Ich renne schon mal, weil, aus Gründen. Aus den Gründen. Schnell, renn weiter. Renn! Oh Gott. Ich habe das wirklich leicht in Erinnerung. Ich habe das wirklich oft verkackt. Letztes Mal, als ich es gemacht habe. Zumindest, wenn ich mich noch richtig erinnere, aber ja, doch, doch, doch. Wobei es gerade aber nicht so knapp ist. Also, wenn ich so auf die Minimap gucke, ist es noch eine ganze Weile hinter mir. Noch. Oh, ja, 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 das war nur inszeniert. Das war alles fake, das war alles fake. Da war noch viel weiter hinter mir. Okay, das war, glaube ich, auch jetzt leichter. Was? Ja, okay, das ist natürlich logisch, weil das Movement jetzt einfach schneller ist. Klar, es ist dann leichter. Damn it, I can't get it open. Ja, das war's nämlich auch schon mit der Flucht anscheinend, hä? Aber keine Sorge, ich habe schon eine Taktik. Ich halte Viereck gedrückt. Das ist natürlich jetzt nicht mehr ganz so stark, weil ich jetzt nicht mehr die Stärkekapsel drin habe, aber ist trotzdem wirklich stark genug eigentlich. The entrance is locked too. It seems we are in a bit of a predicament. Ja, das sind wir wohl. Wir müssen irgendeine Lösung finden. Sicher ist der Kampf halt nicht schwer jetzt gerade. Wirklich nicht. Gar nicht. Er hört halt nur nicht auf. Komm, wir müssen irgendwie versuchen, wenigstens die Tür aufzubrechen, Kaine oder irgendjemand. Das haben wir auch nichts davon, glaube ich. Okay. Das hat wohl gereicht erstmal. My boy! Kasa, da ist er! To, chi iru to te. Ist der nicht cool? Er sah tatsächlich mein Lieblingscharakter aus, hier, aus dem Original. Also, ja, was soll ich sagen? Der ist toll. Was are you doing here? Saruri to shita. 改ざむ特記録だろう
You are correct. Ja, Aratote Sanseta. Ruari, Ruari Tote Toros. Kankashi Chinde. But. Ara! Heruato! Donda, Kite, Kirigo Itari! Afia, Tosachi Chisatato. Toberta, Kaizamchi. Ja, und dann können wir wohl weitergehen. Mann, die ersten sterben halt hier schon, na? Emil ist auch dahin tot gewesen, nein, Emil ist tot. Stop, Miko! Stop it! Damn it! King, no! Geh, atode! Arikurasa! Ako! No! Open the door! You can't fight that thing on your own! You cook! Oh, Tauki! Aruta! Ryuto! Kuruto! Ko! Chi! Iru! Kate! Ketaru Ito Echi Kero Arteria Dase! Giuji! Kaku Ishigishi! Shinchu Kareruta Kaizan! Te das! Anda! Aratate! Uranu Perua Tochi! Uranu Kaizan Tochi! Open the damn door! Knock it off already. Let's go. Kaine. He's fighting for you. And for Fira. Don't let him die for nothing. Vollkommen richtig. My friend. Hat jetzt auch keinen Sinn mehr. Ja, dazu vielleicht noch den kleinen Fakt am Rande. Dass Yokotaro tatsächlich in einem Interview gesagt hat, dass es ein ursprüngliches Konzept mal der Story gab, wo Fira und der König die beiden Hauptcharaktere sein sollten. Hat sich dann halt doch noch umentschieden, aber deswegen ist es auch immer noch seine Lieblings-Nebengeschichte quasi dieses Spiels. Die auch am besten durchdacht ist und so, weil das halt, ja, ursprünglich tatsächlich die Hauptcharaktere sein sollten. Was ich auch sehr interessant gefunden hätte, aber ja. Ich mag die auch so beide sehr gerne, wie sie jetzt im Spiel drin sind. Das kann ich, glaube ich, auch nehmen, das ist eine Heilsalbe. Ja, nehme ich dann doch mal. Ist das hier auch nochmal eine Heilsalbe? Ja, natürlich. Na gut. Was mag bloß hinter dieser eindrucksvollen Tür auf uns warten? Die ganze tragische Wahrheit. Devila! Popola! Oh, look. You made it. We've been waiting for so long. Why are you doing this? It began 1300 years ago. Humanity, finding itself on the brink of extinction, undertook a last-ditch rescue plan called Project Gestalt. Gestalt? Do you still not remember, Grimoire Weiss? Then let's give you a refresher. Wir müssen nicht pausieren, um euch das durchzulesen. Wir werden das, ja, nach dieser Sequenz hier uns im Menü durchlesen können. Wir haben jetzt die Dokumente erhalten. Das gehen wir dann nochmal alles gemeinsam durch gleich. Wartet erstmal einfach ab. Weiß! Mein... I remember. Devila. Popola, you are not human. In fact, oh no. Yeah, sometimes the truth can be a real bitch. You want to finish that thought for him, sister? All of us.
every person standing in this room are mere shells created by the true humans. What are you saying? You still don't get it? You aren't human. So then humans, I mean the true humans, are extinct? No. They still live on. You know them as shades. Each shade is a twisted remnant of what was once a human being. Crazy, huh? Now let's skip the part where you stand there with your mouths agape and just get down to business. Was sehr, sehr gut trifft, weil ich beim ersten Mal definitiv hier eine ganze Weile gewartet habe, bevor ich weitergelegt habe und mit offenem Mund da saß nach diesen Zeilen gerade. Wait. Wait. Sorry, but we're gonna be needing that shell of yours. The rightful owner has been waiting for a very long time. Please don't be angry with us. We are only doing our duty. Our endless existences have a single purpose. To control the lives of others in accordance with the will of the true humans. You have your own motives, your own desires. And we have ours. I fear it really is just that simple. Yep, so ist es wohl. So eine gute Zeile auch. Also, so gute drei Sätze. Sorry. Das ist wunderschön. Tut mir leid. Ich kann mich nicht auf das Wichtigste konzentrieren, hä? Gut. Dann jetzt der endgültige Kampf gegen euch beide, ja? Diesmal haut ihr nicht ab. Wir sind das gleiche. Tools in the hands of a master. No, I'm nothing like you. Ja, was ist der große Unterschied zwischen euch, hä? Sag doch mal, erklär's mir. Aber das könntest du wahrscheinlich nicht mal. Oh, ist ja blöd, dass die Musik aufhört, wenn ich mich heilen gehe. So schöne Version als auch von Song of the Ages im Hintergrund. Ich bin vielleicht mal ein bisschen still. Trotzdem, wie schlecht ich Videospielen bin, auch wenn ich nicht rede, ha? Also, ich dachte, vielleicht bin ich dann ein bisschen besser, wenn ich jetzt einfach mal aufhöre zu kommentieren für den Bosskampf. Das funktioniert nicht so gut. Schade. Komm schon. Ich kann auch leider, was ich immer noch schade finde, man kann hier nicht hochspringen halt. Das ist einfach eine unsichtbare Wand. Man muss also erstmal nur gegen Devola kämpfen und Popola ist halt ein bisschen da als Unterstützung dabei. Mal ganz gut Stärke getroffen dafür, wenn ich noch einen habe, aber das ist okay. Komm schon. Ja, doch mittlerweile habe ich das Dodging ganz gut raus bei den Faustangriffen. Das ist schon sehr, sehr machbar eigentlich. So. Das war's mit dir schon mal. You know, Popola, I understand now why we're twins.
It's because we were born without souls. Deswegen habt ihr auch rote Haare. Devila, I can't stop the bleeding. Und sie blutet immer noch nicht. Bitte hätte das Blut aber wenigstens zufügen können diesmal. This world is too, oh nein. Too lonely for one without a soul. There's too much emptiness. Our souls are missing. And yet somehow our tears still work. It's kind of weird. Sorry, sis. I love you. Devila! Devila! Don't you go! No! No, I can't be alone! Devila! Devila. Let's stop this now. Stop? Now you want to stop? You think you have the luxury to stop? You cut down my sister like a goddamn animal, and now you want to stop? Bobola, wait! It doesn't have to. No one stops! It's way too late to stop! No one stops! Sind so gute Zeiten, Mann! Die Szene immer noch. Please, don't do this, Popola. Okay. Allgemein, da sind so viele gute Zeilen einfach in diesen Dialogen hier mit Devila und Popola. Ich kann auch so gut wie alle Dialoge in diesem Raum komplett auswendig. Ist so absurd. So fucking absurd. I don't want to do this. I don't want to fight her. Stop bitching and start fighting. It's the only way. Und das Voice-Acting von Popola hat sich ja auch nochmal verbessert, ganz eindeutig. Also mit dem No One Stops ist es nochmal ganz so schick besser geworden. Hör ich wirklich nochmal. Autsch, einfach Autsch. Alles davon. Auch wenn ich sagen würde, dass wir beide daran schuld sind. Ich meine, ihr habt uns angegriffen, nicht andersrum. Ihr wollt uns aufhalten. So sich der Schuld dafür geben, dass seine Schwester dabei gestorben ist, in dem Kampf, den sie gegen uns begonnen hat. Wir hätten nie gegen euch kämpfen wollen. Wobei ihr auch braucht, dass ihr nicht gegen uns kämpfen wolltet, aber hey. Wir haben uns ja keine Wahl gelassen, so wirklich, ha? Ja. Großartige Szene. Und im Remake jetzt nochmal ein ganzes Stückchen besser, finde ich sogar. Also das ganz eindeutig verbessert. Auch die Gesichtsanimation. Alles. Hätte halt noch Blut da sein können, wenn sie sagt, dass sie die Blutung nicht stoppen kann, aber hey, es ist halt. Na gut. No stopping. No stopping ever. The bridge! Blast! We're trapped! I've got an idea! I fear we're done for. It'll be all right. Huh? You know, when I was young, I hated my eyes. And now that I'm older, I hate what my body has become. But there's something else there now. Something like pride, you know? I mean, without all this, I couldn't have become your friend. Goodbye, my friends. Thank you for everything. Emil! For so long, all I could do was destroy. But now, I have a chance to save something. No! Now get going, okay? Emil! Don't worry about me. I'm gonna be fine.
Emil! 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 You jackass, get back here! Emil! Oh dear. Kaine's so unstable, and Vice can't stop arguing with people. I hope they can hold it together once I'm gone. Well, I guess they'll just have to learn. I want to see you again. I want to see all of you again. Just one more time. I'm scared. I don't want to die. Zum Thema, dass uns alle gemeinsam lebendig zurückkehren, ha? Auch so viel besser jetzt, die CG-Cutscene einfach so viel hübscher. Sah großartig aus. Sah richtig toll aus. Schon so groß geworden in der Zwischenzeit. Oh Mann. War doch wirklich 5 Jahre. Ne? Fun Fact zu dieser Szene. Das ist ganz offiziell laut Yogotaro die romantischste Szene im Spiel. Das war voll schön. Das war auch ein Interview im Grimoire Nier damals. Wo er mit ein paar anderen Leuten, die halt auch im Spiel gearbeitet haben und irgendwie sonstige Sachen gemacht haben, da gesessen hat und über Sachen, über das Spiel geredet hat. Und da meinte, hat er halt irgendwie die romantische Szene zwischen dem Protagonisten und Kaine erwähnt und die anderen so, welche Szene, wovon redest du? Welche romantische Szene? Und so, ja, die, wo sie ihn tritt und gegen die Wand drückt. Hä, natürlich die. Ja, das ist die romantische Szene zwischen Kaine und dem Protagonisten jedenfalls. Naja, das soll zumindest ein bisschen vielleicht erklären, warum sie dann am Ende so überrascht geguckt hat und dann ihn losgelassen hat. Keine Ahnung, irgendwie das, ich weiß es nicht. Lassen wir das Thema, gucken wir es lieber mal in die Dokumente rein, wie versprochen.
ist das vielleicht mal ein ganz guter, sinnvoller Zeitpunkt dazu. Das ist das letzte Mal, dass wir noch mal ein bisschen Ruhe bekommen. Dokumente. 4 Berichte zur Project-Gestalt. Wie schon erwähnt, kann die Implementierung des Gestaltmodus das weiße Chlorierungssyndrom verhindern, das wir kürzlich erlebt haben. Der Transfer der körperlichen Information auf Replikanten läuft wie geplant, wobei die Gene des Originals sicher darin aufbewahrt werden. Unsere Rolle gebietet es, Vorbereitungen zu treffen, falls die unheilbare bakterielle Krankheit letztendlich besiegt wird. Diese sind auch in Arbeit, bislang gibt es keine Probleme. Beobachter 21, Codename Popular. Ja, das weiße Chlorierungssyndrom, das hängt mit dem Gedöns zusammen, mit diesem komischen weißen Salz, in Anführungszeichen, zusammen. Es ist kein richtiges Salz, es heißt eigentlich Maso. Maso-Partikel sind das. Die sind aber so ähnlich wie Salz quasi, nur ein bisschen mit ein paar anderen Effekten vielleicht. Und zwar, wenn man damit in Berührung kommt, kann man halt infiziert werden vom weiße Chlorierungssyndrom. Ergibt Sinn, ne? Und das ist das, was wir am Anfang des Spiels auch gesehen haben. Wenn man davon infiziert wird, gibt es keine exakte Erklärung dazu, aber ganz grob, bekommt man dann quasi die Wahl in seinem Kopf drin, so ein Auswahlmenü, keine Ahnung, wo man wählen kann, ob man lieber sterben möchte oder sich irgendeinem Gott anschließen möchte. Wenn man stirbt, dann zerfällt man zu Salz und verteilt dann noch mehr von diesem weißen Gedöns. Und wenn man sich dem Gott anschließt, wird man zu einem von diesen schwarzen Monstern, die man am Anfang gesehen hat. Das waren nämlich keine von den Schatten, die wir hier getroffen haben. Das waren keine von diesen Gestalten, sondern das waren einfach nur komische andere Schattenmonster, die halt genauso aussahen. Deswegen war der Sinn von Project Gestalt, dass die Körper von den Seelen getrennt wurden. Denn sie können sich natürlich nur diesem Gott anschließen, wenn sie noch eine Seele in ihrem Körper haben. Und wenn Seele und Körper getrennt sind, ist das halt nicht mehr möglich. Deswegen war der Sinn der Sache, dass Seele und Körper getrennt wurden, sodass die Körper weiterhin in der Zwischenzeit, gegen die komischen Armeen aus Schattenmonstern kämpfen können, während die Seelen einfach aufbewahrt werden und warten, bis sie dann wieder vereint werden können. Nur haben die Körper, die eigentlich nur darauf programmiert waren, halt gegen diese Schattenmonster zu kämpfen, haben halt in der Zwischenzeit dann doch ein eigenes Bewusstsein entwickelt und hatten dann nicht mehr so viel Lust, sich mit diesen Schatten, wie sie jetzt sehen, wie auch immer, als was sie jetzt bezeichnen, wollen sich dann halt natürlich nicht mehr mit denen vereinigen und ihr gesamtes Bewusstsein wieder aufgeben, denen gegenüber. Wir beschreiben Strategien für die beobachteten Rückfälle der letzten Jahre. Gemeint ist der Empfindungsverlust einiger Gestalten. Die Syndrom nimmt leider zu, da einige rückfällige Gestalten inzwischen Replikanten angreifen, müssen Maßnahmen ergriffen werden. Wir sind überzeugt, dass ein technischer Defekt im Transformationsvorgang dafür verantwortlich ist. Konnten diese Theorie aber noch nicht bestätigen. Forschung geht zu Dorn an. Genau, das beschreibt halt die Tatsache, dass viele Gestalten auch ihren Verstand verloren haben und deswegen uns angegriffen haben. Es gibt aber tatsächlich viele Gestalten hier, die dieses Problem nicht haben. Es gab, das ist ganz lustig, das habe ich nämlich direkt, ich glaube, das war in der ersten Folge, wo wir vor dem Dorf gegen so ein paar kleine Schatten gekämpft haben und ich dann auch noch gesagt habe von wegen, haha, ich wurde da gar nicht getroffen, voll cool. Die Schatten haben einen nicht angegriffen, selbst wenn man sie geschlagen hat, sie haben nicht zurückgeschlagen, also die waren friedlich. Aber hey, das gab es an vielen Punkten tatsächlich. Deswegen hatten die auch teilweise ziemlich seltsame Drops. Dann gab es viele von diesen kleinen Schatten, die einfach Malbücher gedroppt haben oder alte Schulbücher. Wie kann das denn bloß sein? Wie viel ergibt das denn bitte Sinn? Komisch aber auch. Ich hatte noch irgendwas sagen, ich hatte gerade noch irgendwas anderes, glaube ich, im Kopf, aber ja. Also ganz wichtig, ne, nur damit ihr die Terminologie richtig habt, die Gestalten sind die Sachen, die wir als Schatten bezeichnet haben, und die Replikanten sind wir. Wir sind künstliche Menschen, wir sind keine Androiden oder so, wir sind einfach, quasi geklonte Menschen oder sowas in die Richtung, würde ich sagen. Wer hingegen Androiden sind, sind Devlon und Popular tatsächlich. Das wurde jetzt nicht richtig erklärt, ich glaube, vielleicht kommt das auch gleich noch in irgendeinem anderen Bericht. Ich lese einfach ganz kurz weiter, aber dann komme ich darauf nochmal zurück. Stichwort Protokoll von Fall 23, Sondersitzung des Komitees. Problem, Anstieg von Rückfällen beobachtet, vermerkt und besprochen. Problem, Beschleunigung des Wiederherstellungsplans genehmigt. Bericht, Debatte zur Nutzung des Codenamen Noir. Bericht, Vorbereitung zum Start des Systems Weiß. Bericht, Auftrag für Führung und Veröffentlichungscodes für Toasty, zusätzlich zum Start von Weiß. Ja, also das wurde jetzt, glaube ich, im Original auch besser erklärt, oder ist das hier? Das muss da gewesen sein eigentlich. Dass die versiegelten Verse halt irgendwie so eine Art Sicherheitsprotokoll waren, um sicherzugehen, dass Weiß nicht aktiviert wird, bevor
die Welt dafür bereit ist, die Gestalten und Replikanten wieder zu vereinigen. Und das war dann eigentlich, glaube ich, der Sinn der ersten Hälfte, nur dass das dann nicht mehr funktioniert hat, weil sich Weiß ja nicht mehr daran erinnern konnte, an seine ursprüngliche Aufgabe und deswegen nicht mit Noir zusammenarbeiten wollte. Deswegen war ja Noir da und hat noch versucht, mit Weiß darüber zu reden, aber Weiß hat gesagt, ey, nee, halt die Fresse, lass mich in Ruhe. Was für Blödsinn redest du denn da bitte? Deswegen ist Weiß jetzt auch der die anderen hintergangen hat. Quasi, aber gut, das wird hier nicht mehr richtig erklärt. Das wird, glaube ich, auch im Original eigentlich irgendwo erwähnt, tatsächlich, dass, Popol und Devola halt Androiden sind, die halt über jeweilige Bereiche, wo Gestalten und Replikanten leben, ein bisschen aufpassen, dass alles da nach Plan läuft, mehr oder weniger. Haben sie hier halt nicht so gut hinbekommen, irgendwie offensichtlich, ne? Lief alles nicht so gut nach Plan. Aber da fährt man auch in Nier Automata vielleicht ein bisschen mehr drüber. Wenn man da noch ein bisschen mehr Details wissen möchte, was genau sie gemacht haben und wieso genau sie so gehandelt haben, wie sie gehandelt haben. Aber es ist trotzdem nicht hundertprozentig eindeutig, würde ich sagen. Es hat sich gezeigt, dass der Anstieg der Rückfälle auf eine Spitze in den Empfindungen der Replikanten sowie auf eine genetische Instabilität der ursprünglichen Gestalt zurückzuführen ist. Es müssen sofortige Maßnahmen ergriffen werden, um Verbindungen zwischen diesem Trend und der ursprünglichen Gestalt und ihrer Schwester Yona zu identifizieren. Die beobachtete Kontaktgruppe wird unruhig, daher muss das Lösen des Problems höchste Priorität haben. Genau. Ich bin die ursprüngliche Gestalt, also nicht wir, sondern die Gestalt von uns halt, der ist mittlerweile, denke ich, offensichtlich der Schattenlord, ja, natürlich. Ist die originale Gestalt, die wir damals am Anfang des Spiels gesehen haben. Was halt irgendwie auch darüber geschehen ist, dass er dann das Buch angefasst hat und so weiter und so fort. Bla bla bla. Dafür haben sie sich für das Projekt hier freigegeben. Und er ist halt jemand, der aus irgendeinem Grund eine sehr, sehr hohe Kompatibilität einfach zufällig mit dem Ganzen hier hat, mit dem ganzen Transformationsprozess. Und bei ihm sollte es halt nicht zu Rückfälligkeiten kommen und deswegen sollte es dadurch, dass er existiert, ja, sollten die Rückfälle zurückgehalten werden. Genau, das ist so, was seine Aufgabe ist als Schattenlord. Genau, einfach Rückfälligkeiten zurückhalten, quasi, genau. Ach ja, und was vielleicht noch interessant ist natürlich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es müsste sein, wenn ein Schatten rückfällig wird, müsste der jeweilige Replikant, der zu dieser Gestalt gehört, müsste dann die Runenpest bekommen. Das ist quasi der Effekt davon. Und das ist, glaube ich, dann auch der Grund, warum der Schattenlord so schnell Jonas Körper jetzt zurückhalten haben wollte, weil er gemerkt hat, okay, die Gestalt wird gerade rückfällig und der Replikant bekommt somit die Runenpest. Ich brauche den Körper schnell zurück, damit das nicht passiert. Natürlich, dementsprechend. Wir werden über einiges wahrscheinlich nochmal später reden, denke ich ein bisschen. Aber ich hoffe, ich habe das zumindest ein bisschen halbwegs erklärt. Jetzt, es wird halt im Spiel nicht richtig erklärt. Kann ich jetzt, glaube ich, hier ist noch ein bisschen, ne, Weg. Genau, wir gehen noch ein bisschen Weg entlang mit ein paar Gegnern. Kann ich währenddessen noch ein bisschen reden. Aber ja, bei Yoko Taro spielen ist es halt sehr stark so, dass er nicht alles wirklich komplett erklären möchte. Er möchte, dass man sich auf die Charaktere konzentriert, auf die Thematiken konzentriert, auf die tragischen Momente konzentriert und so weiter und so fort. Nicht darauf, wie alles jetzt wirklich exakt funktioniert. Das ist so ein bisschen der Gegenentwurf für mich immer zu Uchikoshi-Spielen. Also, falls ihr Zero Escape oder Eye of the Somnium Files bei mir gesehen habt oder allgemein kennt vielleicht, dann wisst ihr, wovon ich rede. Bei ihm ist halt wirklich so, dass er alles exakt erklärt. Dass man halt zwischendurch einfach mal eine halbe Stunde Infodump hat, wo irgendwelche Wikipedia-Artikel quasi so gut wie zitiert werden. Und einfach erklärt wird, wie die Pseudowissenschaft in den Spielen funktioniert. Das ist hier halt genau das Gegenteil. Man kommt halt so ein bisschen immer Andeutung daran, wie das genau funktioniert. Aber mit solchen Textdokumenten zum Beispiel hier jetzt. Aber man muss sich vieles auch selbst zusammenpuzzeln. Ich habe das damals auch nicht alles verstanden. Aber ich habe das ein bisschen versucht, grundlegend zumindest zu erklären, was hier so abging. Es ist aber auch nicht alles so wichtig. Und ein bisschen mehr kommt natürlich auch später noch. Ein bisschen mehr wird noch darauf eingegangen. Auf eine sehr interessante Art und Weise, auf die ihr euch auf jeden Fall schon mal freuen könnt. Yona!
This ends here. Strike hard. Hold nothing back. Das versuche ich, das versuche ich. Auch hier wieder sehr enttäuscht natürlich, dass der Boden nur so ein bisschen glänzt. Es hat so viel Potenzial, dieser Final Dungeon gehabt dafür. Finde ich, dass man das im Remake wirklich überarbeitet und da wirklich richtig ordentliche Spiegelungen einbaut. Aber naja, okay, ich höre schon auf. Don't speak in such a manner, fool. I am nothing like you. Ja, du bist nämlich ein Verräter offensichtlich, was auf so die Richtung. Nein, ist ja in Ordnung. Wir kämpfen ja, wie Popel auch gesagt hat. Oder Devil, ich weiß nicht mehr, von beiden es war, oder beide zusammen. Wir kämpfen alle nur für unsere eigenen Ziele, nicht wahr? We have your own motives. Your own desires. We have ours. I fear it really is. Just no. That simple. Was ist schon richtig und was ist falsch? Kann man das wirklich so einfach bewerten? In diesem Fall. Oh ja. Jetzt kommt der eigentliche Boss, ha? Gegen dich haben wir noch gar nicht gekämpft, nämlich. Sag mal, was du drauf hast. Ja, du hast Zauber drauf tatsächlich. Überraschung. Auch ganz ohne dein Grimoire, das haben wir ja gerade schon besiegt. Trotzdem kannst du noch Magie nutzen, ha? Wie das denn? Ja, wobei, vielleicht einfach dadurch, dass du ein Schatten bist. Vielleicht können Schatten einfach allgemein Magie nutzen. Ja, müssen sie. Ja klar, die anderen kleinen Schatten können ja auch Magie nutzen. Und Kaine kann ja auch Magie nutzen, weil sie halb Schatten ist, halb Mensch. Was genau auch immer es jetzt bedeutet, halb Schatten, halb Mensch zu sein, wenn Schatten die wahren Menschen sind. Aber hey. Das war nämlich auch eine schöne Zeile. Die war irgendwie hier im Spiel nicht mehr drin. Das fand ich richtig, richtig schade. Es gab eine richtig tolle Zeile am Anfang, als man das erste Mal keine getroffen hat. Seid mal still, bitte. Ja, wo jedenfalls dann Weiß gesagt hat, naja, lieber ein halber Mensch als gar kein Mensch. Ne, zu Kaine so. Von wegen, dass ja halber Schatten ist. Was jetzt halt viel mehr auf einer ganz anderen Ebene sein gibt, weil ist Kaine vielleicht die einzige von uns, die ein halber Mensch ist und wir anderen sind, naja, gar keine Menschen, kann man das so betrachten? Deswegen, das fand ich eine sehr, sehr schöne Zeile, die war jetzt irgendwie nicht mehr drin. Das fand ich sehr, sehr schade. Die wurde verändert. Fand ich eigentlich großartiges Foreshadowing. Vielleicht war es auch unbeabsichtigt. Vielleicht hat man da gar nicht drüber nachgedacht. Dann habe ich da vielleicht ein bisschen zu viel reininterpretiert, wie ich es manchmal gerne tue. Komm schon. Versink nicht immer am Boden. Komm runter da oben. Guck mal, die Hälfte haben wir schon geschafft. So was anderes auf Lager vielleicht, eine zweite Phase oder sowas. Ich glaube nämlich schon, dass das jetzt nicht gewesen sein kann. Genau, genau. Hier. Bam. Und das war's erstmal. Wait. Brother? Yoda. Someone else's body. I don't want it. There's another girl inside this body. I can hear her. She won't stop crying. She says she wants to see her brother. Yoda's been possessed? This girl loves her brother too, just as much as I do. It's not right, you know? It's not right that she can't see him. Yoda.
It's you, isn't it? Yes, it's me. Let's go home. The shade that possessed her is gone. Aber einer Person hier gefällt das Ganze gar nicht, ha? Huh? Natürlich nicht. Keine! Watch over Yoda for me. You want me to understand your sadness? You think I'm gonna sympathize with you? I swore to protect my sister and my friends. If someone puts them in danger, they must stand aside or be cut down. Now come on! Let's finish this! Ist halt so krass, wie er gar kein Verständnis hat, wirklich. So gar keins für irgendwas, was hier passiert. Was ist los, Weiss? Beruhig dich bitte. Weiss, what's wrong? Ich glaube, es geht ihm ganz und gar nicht gut irgendwie, seit er den Stromschlag von Devil and Popular bekommen hat. You're freaking me out here, Weiss. What are you doing? Come so... destroy it! Strike the killing blow! Bin dabei! Wirklich, versprochen! Es dauert nur ein bisschen noch, bis die Leiste leer ist. Komm schon! Komm mal auf den Boden runter! Ich kann oben nicht vernünftig gegen dich kämpfen! Wirklich nicht! Aber das war der falsche Skill, den ich aufgeladen habe. Upsala! Kann ja mal vorkommen, ha? Huh? Oh Gott! Ja, jetzt ist er ein bisschen weiter unten. Endlich mal. Aber das war's immer noch nicht, ha? Huh? Strong idiot has decided to push me beyond my limits. I should have taken that job as a cookbook when I had the chance. Weiss, I'm sorry. Only joking. I hate cookbooks. But let's go out of the way. I have one final task to fulfill. Where are you going? Why, to stop him, of course. But after that, it's up to you. Only you can see this battle to its conclusion. I wish you luck, my friend. You can't. I swore I'd always fight by your side. You are an exceedingly stubborn lad. You know that, yes? Perhaps that's why I've so enjoyed our time together. But I fear this is where our journey ends. Weiss! Oh, and remember what I told you about using my full name. Well, forget it. I've grown rather fond of Weiss. Wie ist es mit Weissie? Weiss. No.
I knew you'd come around. Don't let it go to your head now. Grimor Weiss hat all seine Kräfte verloren. Yep. Jetzt kann ich nur noch im Nahkampf zuschlagen. I have something to defend. I have a reason to live. Wenn ich hier irgendwie durchkomme. Komm schon. Ja. Dauert nur noch ein paar Mal. Das ist die finale Bullet Hell Sequenz. Da kann man wirklich nicht mehr irgendwie anderweitig durchkommen. Außer mit sehr, sehr viel ausweichen und dann hinter ihn springen, wenn man irgendwie hinter ihn kommt, lebendig. So. Einmal noch? Ich glaube, einmal noch. Die Musik verändert sich auch schon. Immer ruhiger. Sonst werden wir endgültig langsam fertig. Ja, bitte. It's Yona. Is Yona all right? God damn it. Oh God, no. Oh please, the girl is fine. Wo bist du, Weiss? Warum sprichst du mit mir? Weiss? Where are you? Are you okay? I am as well as can be, considering I have lost my physical form. Doubtless my voice will be the next to go, so listen closely. Your sister is safe. Do not mourn her, and do not give up hope. Instead, you must call her back to you. How? Use your memories. Recall the times you spent with her. Present her with proof that the two of you live still, and that your lives have meaning. I don't know. Typical. But take heart. I know you can do it. Das denke ich auch. Also. What's my favorite food? Cookies. Ja. What's my favorite book? That's my magic storybook. What's my favorite place? Home with you. What's my favorite flower? The lunar tear, of course. Okay, one more question. Who do I love more than anyone? Ja, wer mag das denn bloß sein? Der Toasty, natürlich. Is that you? Yona. Yes, Yona. It's yours and yours alone. You look bigger than before. Like you've grown up. Ja, vielleicht bin ich auch ein bisschen gewachsen. Yeah. I guess you haven't seen me for a while. Have I been asleep this whole time? Something like that. It's almost like I'm a princess from some fairy tale. Oh, Yona. I'm so happy to have you back. Me too. Kaine. You and your sister. You have a good life, okay? Where are you gonna go? Guess I'll... You could stay with us, you know. Thanks, but I'll pass. You know how it is. I got my own shit to take care of. What do you mean?
Personal shit, all right? Anyway, take it easy, yeah? Kaine. Hey, look. It's beautiful. For the longest time, I heard someone telling me how they wanted to see the light. And now, they can finally see it. Ich weiß nicht, ob sie das wirklich kann. Was auch immer Kaine jetzt noch erledigen will, als hätte sie nicht schon alles erledigt mit uns, was es in ihrem Leben noch zu erledigen gab. Aber ja, damit sind wir keine große, glückliche Gruppe mehr irgendwie, ha? Aber immerhin. Viona wieder. Thank you. I love it. Sunny today. Yeah, it sure is. Und das war es dann auch schon mit Near Replicant, ha? Huh? Könnte man meinen. Ist natürlich nicht so. Keine Sorge, das Play ist noch nicht vorbei. Tatsächlich. Aber damit haben wir zumindest das erste Ende erreicht. Und ja, wer Near Automata kennt, weiß wahrscheinlich. Oder könnte sich zumindest schon denken, dass es auch hier mehrere Enden gibt, die man erreichen sollte, um die ganze Story irgendwie mitzubekommen. Auch wenn ich direkt ein bisschen die Erwartungen einschränken möchte. In Near Automata ist es wirklich so, dass die Story quasi nach dem ersten Ende erst richtig losgeht. Hier hat man jetzt für das erste Ende eigentlich schon die ganze Story gehabt. Man bekommt jetzt nur mehr kleine Details noch dazu, kleine Einblicke, die einiges verändern auf jeden Fall. Keine Sorge, da kommen noch ein paar wirklich großartige Sachen dazu. Aber es ist jetzt nicht so, dass die großen Plot-Twists jetzt erst dazukommen. Das hatten wir jetzt eigentlich alles heute in dieser Folge, würde ich behaupten. Und Gott, was für ein gutes Ende. Also meinetwegen könnte es auch das Ende sein. Also für mich hätte das Spiel aufhören können und ich würde es genauso sehr lieben, wie ich es jetzt dadurch liebe, dass noch Sachen dazukommen. Was aber auch daran liegt, dass ich sehr viel darüber nachgedacht habe, was das alles hier schon bedeutet. Wenn man halt nicht so viel darüber nachdenkt und sich einfach nur ein bisschen berieseln lässt von dem, was passiert, versteht man vielleicht noch nicht alles so sehr, was ich gerade erklärt habe und so. Und dann ist es wahrscheinlich noch nötiger, die anderen Enden noch zu sehen, um das wirklich alles zu begreifen. Aber ja, dann fangen wir dann beim nächsten Mal an. Da werde ich dann auch wahrscheinlich noch wesentlich mehr schneiden. Höchstwahrscheinlich jedenfalls, weil man da einige Sachen dann nochmal spielen muss, natürlich, um diese Enden zu bekommen. Ja, außer es wird jetzt halt sehr, sehr viel angepasst. Kann natürlich sein, dass jetzt im Remake die anderen Routen, die jetzt noch kommen, komplett anders sind und da jetzt total viel Neues passiert. Würde ich jetzt mal nicht so viel Hoffnung reinstecken, aber meine eine Hoffnung war ja zum Beispiel, dass wir vielleicht beim zweiten Durchgang jetzt Kaine spielen würden. Würde auch sehr viel Sinn ergeben, weil wir in der zweiten Route allgemein noch ein bisschen was über Kaines Backstory erfahren werden. Also würde es sich eigentlich mal noch ganz gut anbieten. Habt ihr es gerade gesehen? Habt ihr es gerade in Credits gesehen? Vielleicht spult ihr zurück. Da auch, Kyle McCarley. Und da oben war gerade Kira Buckland. Jeweils Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Man wusste schon, dass die beiden hier vorkommen würden. Also das sind die Voice Actor von 2B und 9S aus Near Automata. Und dass sie irgendwelche Rollen übernehmen würden, irgendwie kleinen.
Aber ich dachte, dann wären das irgendwelche random NPCs bestimmt. Die die einfach haben, und dann hätte ich die halt vielleicht bemerken können, wenn ich darauf geachtet hätte. Aber wenn das noch mit Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen hier steht... Oh! Also... Oh! Was kommt da bitte noch auf uns zu vielleicht, unter Umständen? Jetzt bin ich sehr, sehr gespannt. Vielleicht mache ich mir zu viel Hoffnung. Vielleicht ist da doch irgendwas nur Kleines irgendwie. Vielleicht ist da doch am Ende einfach nur ein Easter Egg, wo man kurz die beiden irgendwas sagen hört oder so. Aber... Wenn das schon geheim gehalten wird? Ja, aber das werden wir dann noch sehen. Das werden wir dann noch irgendwann sehen. Wir werden auf jeden Fall alle Enden machen. Das ist mir ganz wichtig, auf jeden Fall. Und ich werde es dann wahrscheinlich ein bisschen stärker schneiden, wenn es nicht plötzlich, weiß ich was, für neue Sachen zu erleben gibt. Und was ich damit auch schon angedeutet hatte, war, dass die nächste Route direkt mit einer großen Lesepassage anfangen wird. Das heißt, ja, das war die Szene, wo ich denke, dass man die vielleicht ändern könnte, theoretisch gesehen. Muss nicht sein, also ich fand die auch so wirklich, wirklich gut, weil die einfach toll geschrieben war und so. Aber ja, vielleicht wurde die geändert, vielleicht auch nicht, werden wir dann sehen. Wenn nicht, könnt ihr euch darauf gefasst machen, dass die nächste Folge wieder mal eine ganze Lesefolge sein wird, wahrscheinlich. Ja, ja, zumindest zu 90% einer Lesefolge. Mit ein bisschen sehr, sehr schöner Backstory. Ja. Ach ja, Was soll ich sagen? Soll ich vielleicht über das Remake an sich reden? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt oder später machen sollte. Machen wir es einfach jetzt. War ein sehr, sehr schönes Remake. Auch jetzt schon. Ein sehr, sehr gutes Remake. Es war eine sehr, sehr gute Entscheidung an sich, das Kampfsystem von Automata, oder zumindest große Teile des Kampfsystems von Automata, hier rein zu übernehmen. Mit ein paar der Stärken aus dem Original, die in Automata mir ein bisschen gefehlt haben. So wie dieses System, dass man die Schwachstellen am Ende der Bosskämpfe betreffen muss. Das fand ich sehr, sehr cool. Und dass man ein Mana-System hat, was wesentlich sinnvoller ist, als einfach wie ein Automata unendlich viele Schüsse zu haben, wo man es eigentlich keinen guten Grund gibt, nicht dauerhaft zu schießen, weil man eh keine Beschränkung dafür hat. Da finde ich dieses System hier auf jeden Fall wesentlich sinnvoller, wo man sich halt entscheiden muss, möchte ich die ganze Zeit nur die normalen Schüsse verwenden oder möchte ich ein bisschen Mana sparen, um dann die stärkeren Skills mal zwischendurch zu nutzen. Das finde ich, ja, wesentlich interessanter auf jeden Fall. Und... Ja, auch mit der großen Abwechslung und so ist natürlich noch wesentlich stärker drin als in die Automata, genau. Auch wenn ich es da teilweise ein bisschen schade finde, dass ein paar Sachen jetzt auch durchs verbesserte Gameplay ein bisschen kaputt gemacht wurden. Möchte ich behaupten, dass da einige Sachen nicht ganz so beibehalten wurden, wie sie sein hätten können, wie sie im Original waren. Aber hey, da müssen wir uns abfinden. Und so, wir haben jetzt einen ersten Stempel oder sowas in die Richtung. Ein A mit einer Lunatier daneben. Bildschirm zum Speichern. Ja, ich hab gespeichert. Ende B. Lade deinen Endspielstand, nachdem du das Spiel geschafft hast, um Kaines Geschichte zu erleben. Genau, wie gesagt, jetzt kommt nämlich in der nächsten Folge dann die ganz große Backstory von Kaine als langer, langer Text. Und danach wird es eigentlich, finde ich, relativ viel Sinn ergeben, wenn wir noch Kaine spielen könnten. Für ein bisschen Abwechslung, aber... Im Haus des Protagonisten kann nun das geheimnisvolle Tagebuch des der verstorbenen Mutter gelesen werden. Ah, ich glaube, ich weiß, was es ist, ja. Okay, ein Outfits wurde zu den Einstellungen hinzugefügt. Outfits sind erhältlich, wenn man mit dem geheimnisvollen Tagebuch Fortschritte macht. Okay, genau, da gab es ein paar alternative Outfits auch freizuschalten. Nett. Und Musik ändern. Okay. Also, das war ursprünglich der DLC, den es damals gab. Und in der Version mit dem Vater hat man dann halt den Bruder gespielt im DLC. Da waren ein paar, das war einfach nur Kampfmission, die hatten keine Story oder sowas. Ja, wo man einfach gegen ein paar Monster gekämpft hat, als dann der Bruder. Und denke mal, dass wir dann hier den Vater spielen können, jetzt so als Ausgleich. Das ist cool, das werden wir uns auf jeden Fall auch angucken. Aber wie gesagt, beim nächsten Mal geht es dann erstmal weiter mit ein bisschen Gelese. Ich hoffe, euch hat diese Folge sehr, sehr gut gefallen schon mal, weil da sind viele, viele großartige Sachen passiert. Das ist auf jeden Fall eure Meinung zu diesem Ende schon mal da. Aber halt im Hinterkopf, es kommt noch ein bisschen was. Also, ist kein endgültiger Abschluss. Ein paar Twists kommen doch noch auf uns zu. Bis dann hoffentlich zum nächsten Mal. Ciao.